Entstehung von Depressionen ist sehr komplex. Wir gehen davon aus, dass es auf der einen Seite eine bestimmte Empfindlichkeit gibt, die wird zum Beispiel durch die Gene mitbestimmt, durch die individuelle Lebensgeschichte. Und dann gibt es auslösende Faktoren. Das können belastende Lebensereignisse sein, schwierige Situationen, mit denen man nicht zurechtkommt, aber auch biologische Aspekte wie zum Beispiel hormonelle Veränderungen. Man kann zum Beispiel an die Schilddrüse denken, von der Depressionen ausgehen können. Auch Medikamente, die in den Hormonstoffwechsel eingreifen, wie empfängnisverhütende Medikamente oder auch Vitaminmangelsituationen, von denen es auch Befunde gibt, dass sie unter Umständen eine Rolle spielen könnten bei der Entstehung von Depressionen. Ja, die Hauptsymptome der Depression sind Traurigkeit oder Niedergestimmtheit, Interessenverlust, Antriebsstörungen oder Abgeschlagenheit, Lustlosigkeit. Bei einigen Patienten merkt man das gar nicht so, sondern da steht eher eine Gereiztheit im Vordergrund. Die Symptome müssen 2 Wochen andauern, damit man eine Depression diagnostizieren darf. Wenn es länger als 2 Jahre dauert, sprechen wir von einer chronischen Depression, und unbehandelt dauern die meisten Depressionen so etwa ein halbes Jahr. Wenn wir behandeln, dann bessern sich die Symptome meistens so innerhalb von 2 Wochen. Und in den nächsten 4 bis 6, manchmal 12 Wochen, gehen die Symptome so weit zurück, dass wir dann hoffentlich eine Remission erreicht haben, also ein vollständiges Verschwinden der Symptome. Und dann geht es darum, das Erreichte zu stabilisieren und zu verhindern, dass die Depression wiederkommt. Die Behandlung einer Depression erfolgt ambulant, in der Tagesklinik oder auf einer Station im Krankenhaus, je nachdem, wie schwer die Symptomatik ist. Die eingesetzten Methoden sind neben der Psychotherapie und verschiedenen Aktivierungstherapien, sozialtherapeutischen Aspekten, vorwiegend auch Medikamente. Die Medikamente werden eingesetzt, zum Beispiel auch nach der Zusammensetzung der Symptome. Wenn das Patienten sind, die eher etwas müde und abgeschlagen sind, dann würde man sich bemühen um eher antriebssteigernde Medikamente. Es gibt aber auch Patienten, die sind sehr unruhig. Da würde man dann Medikamente einsetzen, die vielleicht auch etwas dämpfen und den Schlaf fördern. Die Therapie verläuft meistens relativ erfolgreich. Etwa ein Drittel erreicht mit dem ersten eingesetzten Medikament bereits ein gutes Behandlungsergebnis. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man die Dosis erhöhen, Medikamente kombinieren, ergänzend andere Medikamente geben, das Medikament wechseln und erreicht damit in aller Regel eigentlich ein gutes Ergebnis. Manchmal kommen Medikamente alleine aber nicht zum Therapieziel, und dann kommen andere Verfahren zum Einsatz, wie zum Beispiel die Elektrokrampftherapie. Ein Verfahren, was wir manchmal verbinden mit Epochen der Psychiatriegeschichte, von denen wir uns heute eher distanzieren. Es ist aber heute ein sehr schonendes, hocheffektives Verfahren, was man einsetzen kann bei chronischen Depressionen, wahnhaften Depressionen oder auch anderen Psychosen.